Hallo und herzlich willkommen live aus Berlin zum heutigen Webinar mit dem Thema Das Hotelzimmer der Zukunft, wie sich Hotels auf die digitale Revolution im Hotelzimmer vorbereiten sollten. Ja, mein Name ist Philipp Wachenfeld. Ich arbeite bei der Firma Sweetpet im Marketing und bin heute sozusagen Ihr Gastgeber und auch Moderator dieses Webinars. Und ich freue mich sehr, dass Sie sich alle so zahlreich live eingewählt haben. Neben mir sitzt auch schon ja, in den Startlöchern kann man sagen, Ihr heutiger Referent, Moritz von Petersdorf-Campen. Kurz ein paar Worte zu ihm. Moritz hat ursprünglich an der WHU Otto Beisheim School of Management studiert, danach dann ein Cloud Computing Startup geleitet, bevor er schließlich 2012, also 7 Jahre ist das jetzt her, in Berlin gemeinsam mit dem Tillmann Volk die Firma Sweetpet gegründet hat. Und seitdem ist er hier auch als Geschäftsführer tätig. Zu Sweetpet selbst wird er gleich in seiner Präsentation auch noch mal ein paar Worte sagen. Da will ich jetzt nichts vorwegnehmen. Genau, bevor wir mit dem Inhalt loslegen, ein paar organisatorische Hinweise für Sie. Das Webinar wird insgesamt circa 40 bis 45 Minuten dauern. Davon werden 30 bis 35 Minuten Präsentationszeit sein und am Ende haben wir auf jeden Fall genügend Zeit eingeplant für eine Q&A-Session, 10 bis 15 Minuten. Damit natürlich auch die Aufforderung an Sie. Seien Sie aktiv, stellen Sie gerne jederzeit während des Webinars und natürlich auch am Ende, wenn Sie möchten, Ihre Fragen. Wie machen Sie das? Gucken Sie in Ihrem GoToWebinar-Bedienpanel, da gibt es ein Frage-Chat-Fenster. Da können Sie einfach Ihre Frage eintippen, an uns absenden. Dann wähle ich die aus und ich hoffe, dass wir auch am Ende ja, alle Ihre Fragen beantworten können. Ansonsten seien Sie nicht traurig, wenn Ihre nicht ausgewählt wurde. Dann können wir auch gerne im Nachgang nochmal Kontakt aufnehmen. Genau, die Frage der Aufzeichnung des Webinars kommt auch immer wieder in Webinaren. Ja, wir zeichnen das Webinar gerade auf und Sie erhalten ja, sozusagen als kleinen Service im Nachgang spätestens in ein paar Tagen von uns dann auch per E-Mail die Aufzeichnung zugeschickt. Genau, damit bin ich auch schon fertig mit der kurzen Einleitung und übergebe den Ball gerne an dich, Moritz. Wünsche Ihnen allen ein schönes Webinar und melde mich später zur Q&A-Session wieder. Ja, perfekt. Vielen, vielen herzlichen Dank erstmal an dich, Philipp. Das ist auch für uns eine Premiere. Das ist das erste Mal, dass wir ein Webinar durchführen. Ist auch auf den Impuls von Philipp hin entstanden. Philipp ist seit Anfang Januar bei Sweetpet mit an Bord und hat im Marketingbereich schon einige neue Impulse gesetzt. Und der neueste und spannende Impuls für mich auch heute tatsächlich ist das erste Webinar, was wir durchführen. Von daher vielen Dank nochmal für die Organisation, für die Vorbereitung, für die zahlreichen Anmeldungen. Und ja, dann würde ich auch sehr gerne gleich ins Thema reinspringen. Ich würde gerne einen Blick nach vorne wagen. Ich würde gerne einen Blick in die Zukunft des Hotelzimmers wagen und mit Ihnen gemeinsam überlegen, wo die Reise hingehen soll. Warum ist das Thema für uns als Firma Sweetpet extrem wichtig? Naja, wir sind natürlich als Anbieter von digitalen Kommunikationslösungen in der Hotellerie genau in dem Bereich mit aktiv und machen uns genau über die Frage ständig Gedanken, wo die Reise hingehen soll. Einfach weil es für uns natürlich perspektivisch darüber entscheidet, ob wir die richtigen Produkte auf den Markt bringen oder nicht. Und von daher hat dieses Thema für uns natürlich eine ganz, ganz hohe Bedeutung. Ich glaube aber auch, dass es ein Thema ist, was für die Hotellerie extrem spannend und wichtig ist. Und zwar aus folgendem Grund. Jetzt muss ich das nur noch mit dem Klicken hinbekommen. Doch, jetzt klappt es perfekt. Und zwar ist es ja so, dass sich die Hotellerie in der Phase vor dem Aufenthalt, was die Buchung betrifft, in den letzten 20 Jahren komplett verändert hat. Während das früher total selbstverständlich war, dass wir übers Telefon das Hotelzimmer gebucht haben oder vielleicht noch ins Reisebüro reingelaufen sind, passiert das heute digital. Und das Gleiche gilt natürlich für die Phase nach dem Aufenthalt. Sprich, wenn Sie Feedback bekommen von Ihren Gästen, ist das Feedback, was über TripAdvisor oder Holiday Check kommt, im Zweifelsfall ja noch eine ganze Ecke wichtiger als das Feedback, was in Papierform eingereicht wird. Einfach weil es eine Außenwirkung nach draußen hat. Sprich, vor dem Aufenthalt und nach dem Aufenthalt kommunizieren die Gäste mit den Hotels heute schon in allererster Linie digital. Und die Frage ist natürlich, warum ist es dann heute in den allermeisten Betrieben noch so, dass die Kommunikation während des Aufenthalts auf dem Hotelzimmer aus Gästemappe, Telefon, Fernbedienung, Spa-Broschüre, Room-Service-Information, TV-Zeitschrift, im Zweifelsfall noch die Bibel besteht? Sprich, vor dem Aufenthalt, nach dem Aufenthalt digital, während des Aufenthalts absolut analog.
Und das Spannende an der Entwicklung ist einfach, dass man fairerweise auch als Hotellerie den anderen Anbietern vor und nach dem Aufenthalt zugestehen muss, dass die es natürlich geschafft haben, sich auch in die Kommunikation zwischen Hotel und Gast zu drängen und es damit geschafft haben, Businessmodelle zu etablieren, wie zum Beispiel das von Booking.com, wo sie eine Kommission bezahlen müssen, um den Gast dann am Ende zu bekommen, oder TripAdvisor, die das noch klüger gemacht haben. Sie schicken die Gäste aktuell proaktiv zu TripAdvisor hin und hinterher verkauft TripAdvisor ihnen die Gäste direkt oder indirekt wieder zurück. Sprich, in dieser Kommunikation, in der digitalen Kommunikation und die Hoheit darüber zu haben, liegt ein sehr, sehr hoher Wert. Und ich glaube, dass die Hotellerie aktuell an einem Scheideweg ist und an einem Punkt ist, wo sie entscheiden muss, wollen wir selber für diese letzte Phase während des Aufenthalts eigene Lösungen anbieten oder werden das auch Themen sein, die sich die entsprechenden Plattformen perspektivisch holen wollen. Ich möchte Ihnen heute einen Weg vorstellen, wo wir glauben, der Weg für die Hotellerie liegen kann, um diesen Weg selber gehen zu können und selber die Hoheit über die Gastkommunikation langfristig zu haben, aber eben nicht nur über die Gastkommunikation, sondern damit einhergehend auch über die komplette Steuerung des Zimmers und viele andere spannende Aspekte, die das Hotelzimmer der Zukunft ausmachen. Bevor wir einen Blick nach vorne werfen, hilft es manchmal, einen kurzen Blick zurückzuwerfen und zu schauen, wie war das eigentlich in der Vergangenheit? Und da muss man wirklich sagen, da war die Hotellerie eigentlich immer Vorreiter gegenüber dem, was im Hotel, im eigenen Zimmer zu Hause, vielleicht im Wohnzimmer passiert ist. 1947 wurde zum Beispiel der erste Fernseher in einem Hotel eingeführt. Was das für Konsequenzen hatte, erkläre ich gleich nochmal. Ein paar Jahre später kam das erste Telefon aufs Zimmer. Sprich, da konnte der Gast den Hörer in die Hand nehmen, konnte an der Rezeption oder im Restaurant anrufen, sich seinen Roomservice aufs Zimmer bestellen und dann wurde ihm das nach oben gebracht. Das gab es vorher nicht. Was für ein klasse Service. Einige Jahre später die Minibar, die mit dazu kam. Ebenfalls spannender Service zur damaligen Zeit, wo der Gast einfach direkt aus dem Zimmer auf die Produkte zugreifen konnte, die er haben wollte. Na klar, heute gibt es die ersten, die die Minibar vielleicht wieder rausnehmen, aber zum damaligen Zeitpunkt ein echtes Highlight. Und sicherlich auch, als dann in den 80er Jahren die ersten Smart TVs eingeführt worden sind, muss man einfach sagen, auch das war ein Highlight zum damaligen Zeitpunkt. Einfach vor dem Hintergrund, dass die Hotellerie hier Vorreiter war für das, was heute mit Netflix und Co. schon selbstverständlich ist. Und zwar konnte der Gast zu dem Zeitpunkt selber auswählen, welchen Content er gerne schauen möchte. Er konnte selber entscheiden, welchen Film er gerne sehen möchte, statt immer nur auf lineares Fernsehen drauf zuzugreifen. Das hat sich natürlich, ich glaube, diejenigen, die schon etwas länger in der Branche sind, wissen auch, welche Filme da häufig gewählt worden sind von den Gästen und wofür dann auch bezahlt worden ist. Das hat sich dann natürlich im Zuge des Internets auch nochmal sehr, sehr stark gewandelt. Aber zum damaligen Zeitpunkt auch das ein absolutes Highlight. Und über den Fernseher habe ich gerade schon kurz berichtet. Hier sehen Sie den GM des Hilton The Roosevelts in New York 1947, als der erste Fernseher eingeführt worden ist. Das Thema ist so gut angekommen, dass die Gäste die sagenhafte Summe von $3 damals bezahlt haben, um in einem Zimmer mit Fernseher sein zu können. Zum damaligen Zeitpunkt sicherlich eine ganze Ecke mehr Geld als heute. Heute werden Sie keinen Gast mehr davon begeistern können, dass er mehr bezahlen soll, nur weil er einen Fernseher mit auf dem Zimmer hat. Aber damals definitiv die Hotellerie als Trendsetter, die die Innovation nach vorne getrieben haben. Und die Dinge, die ich dort gesehen habe, habe ich zu Hause in meinem Zimmer noch nicht bekommen. Heute muss man fairerweise sagen, und es gilt tatsächlich seit dem Ende der 1980er Jahre, und übrigens ist auch die erste Simpsons-Folge 1989 ausgestrahlt worden, da sehen die Hotels ähnlich aus wie das durchschnittliche Simpsons-Wohnzimmer mit Papier, was man hier teilweise noch auf dem Foto sieht, ein Fernseher und ein Telefon. Typischerweise genau das, typischerweise genau, wie es Ende der 80er Jahre mit aussah. Und in den allermeisten Betrieben hat sich da nicht wahnsinnig viel getan. Sprich, das Ganze hat sich gedreht. Früher war die Hotellerie der Trendsetter. Heute ist es häufig das Wohnzimmer des Gastes, was eine ganze Ecke weiter vorne ist. Und auch wenn man sich, das hat die Harvard Business Review mal untersucht, insgesamt den Digitalisierungsgrad von unterschiedlichen Branchen anschaut, hat die Hotellerie Nachholbedarf und liegt im Prinzip knapp vor der Landwirtschaft, für die ich selber große Freude pflege, weil ich selber von einem landwirtschaftlichen Betrieb mitkomme. Dann kommt noch, ich glaube, das Construction-Gewerbe, dann kommt die Hotellerie und klar, ganz vorne in Sachen Digitalisierungsgrad ist die IT-Branche, einfach weil da Entwicklungen natürlich sehr viel schneller gehen. Wenn ein Produkt nicht funktioniert, dann wird ein neues Release gemacht und innerhalb von 1 oder 2 Wochen kann man Fehler ausmerzen. Diesen Luxus hat die Hotellerie nicht. Und wenn Sie an das Hotelzimmer der Zukunft denken und überlegen, Mensch, wo wollen wir da langfristig hin, dann ist Ihre Planung nicht 1, 2 Wochen, sondern naturgemäß ist Ihre Planung eine sehr viel länger, die nächsten 30
bis teilweise 300 Jahre im Hinterkopf geplant werden müssen. Und weil das Investment in Stein und Beton natürlich ein sehr viel größeres ist und eines, was man nicht mehr so leicht verändern kann. Und deswegen dieses Thema Future-Proofness für die Hotellerie sehr viel wichtiger ist. Wenn ich mich jetzt hier hinstellen würde und Ihnen sagen würde, ich erzähle Ihnen jetzt, wie Sie Ihr Hotel heute planen müssen, damit es in 30 Jahren noch aktuell ist, dann würden Sie mir das wahrscheinlich nicht glauben. Und ich erkläre Ihnen auch, warum. Weil die Welt vor 30 Jahren eine komplett andere war. Vor 30 Jahren, wir sitzen hier ganz in der Nähe in Berlin vom Checkpoint Charlie, da war Deutschland noch geteilt. Die Mauer ist gerade gefallen, aber Deutschland war zum Zeitpunkt vor 30 Jahren noch geteilt. So sahen unsere Telefone damals aus, zumindest die Mobiltelefone, ein durchschnittliches Auto aus der Zeit. Das waren unsere Computer. Und Don't Worry, Be Happy war Platz 1 in den deutschen Charts. Sprich, wenn Sie ein Hotel zur damaligen Zeit geplant hatten, was heute noch aktuell sein soll, dann ist das eine Riesenherausforderung. Das heißt für uns aber auch, dass wir nicht die nächsten 30 Jahre planen können, so gern wir das denn gerne machen wollen, sondern das Einzige, was man wirklich machen kann, man kann vielleicht in die nächsten 3 bis 5 Jahre schauen. Und das ist schon extrem ambitioniert. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute Nachricht ist, wir wissen relativ genau, wo es in den nächsten 3 bis 5 Jahren hingehen wird. Und der Hintergrund ist genau der, den ich eingangs erzählt habe, dass es sich gedreht hat, dass früher die Hotels die Innovationstreiber waren im Sinne von, was kann ich erleben auf dem Hotelzimmer, was ich zu Hause vielleicht noch nicht habe, während es heute eher so ist, dass der Gast zu Hause schon einen Schritt weiter ist. Das bedeutet im Umkehrschluss aber auch, dass der Gast zu Hause schon bereit war, Geld für bestimmte Themen und Dinge in die Hand zu nehmen, die er sich ins Wohnzimmer gestellt hat, von denen er so begeistert ist, dass er gesagt hat, dann nehme ich mein eigenes Geld in die Hand, damit ich es zu Hause habe. Und wenn der Gast selber bereit ist, dafür Geld in die Hand zu nehmen und zu sagen, das ist die Richtung, in die ich mich entwickeln möchte, dann stehen die Chancen natürlich wahnsinnig gut, dass die Produkte, die ihm zu Hause gefallen, er auch gerne im Hotelzimmer haben möchte. Immerhin haben ja viele Hotels den Anspruch, den Gast auf Reisen ein Gefühl zu geben, als wäre er zu Hause. Sprich, die Entwicklung im eigenen Wohnzimmer des Gastes ist eine, die uns eine sehr, sehr gute Route gibt, wo es wohl im Bereich der Hotellerie in den nächsten Jahren hingehen. Und jetzt schauen wir uns mal kurz an, was der Gast sehr, sehr häufig schon in den eigenen vier Wänden findet. Als erstes ganz klar das Thema Video on Demand, Netflix, Prime Now, YouTube, die Möglichkeit, den Content zu schauen, den ich wirklich gerade selber gucken möchte, nicht limitiert zu sein auf ein Smart-TV-Programm, sondern im Prinzip das ganze Internet zur Verfügung zu haben. Das zweite Thema, das sind kleine Helfer im Haushalt. Hier sehen wir einen Roboter. Sprich, auch die Robotik, in dem Fall einen Staubsaugerroboter, ist ein Thema, was mehr und mehr Einzug gehalten hat in den Privathaushalten. Das Telefon, unser Smartphone, was wir in der Hosentasche mit uns rumtragen, ist eine Sache, die auch unser Leben zu Hause verändert hat. Während viele früher vielleicht Zeitung gelesen haben am Sonntag nach dem Frühstück, passiert heute die Informationsaufnahme sehr viel häufiger über das Smartphone des Gastes beziehungsweise des Kunden zu Hause. Nest als eins von vielen Beispielen für das Thema IoT, sprich die smarten Zimmer, die der Gast zu Hause schon hat, wo er sein Licht steuern kann, die Temperatur steuern kann. Virtual Reality oder Augmented Reality, beides Themen, die mehr und mehr Einzug auch ins Wohnzimmer beim Gast erhalten. Und last but not least natürlich auch das Thema Sprachsteuerung, was heute mittlerweile in 13% der Haushalte seinen Einzug erhalten hat. Die Frage ist jetzt natürlich, welche von diesen Dingen wird seinen Weg in die Hotellerie schaffen? Und darüber hinaus, wo sind vielleicht die Fallstricke bei genau diesen Themen? Welche lassen sich sehr, sehr leicht adaptieren und welche sind vielleicht etwas problematischer? Fangen wir an mit dem Thema Video on Demand. Es ist natürlich für einen Gast, der es zu Hause gewohnt ist, auf seinem eigenen Fernseher Netflix, YouTube, Prime Video und Co. schauen zu können, eine Sache, die ihn doch durchaus traurig stimmt, wenn er dann im Hotel ankommt und einen klassischen Fernseher vorfindet, wo das Hotel vielleicht für die Smart-TV-Lösung aktuell noch sehr, sehr, sehr viel Geld bezahlt, dann aber der Content, den er darüber bekommen kann, den er darüber sehen kann, nicht die Serie ist, die er gerade im Zug oder vielleicht auch noch im Flieger, weil er sich was runtergeladen hat, auf dem Weg zum Hotel geschaut hat. Sprich, hier dem Gast die Möglichkeit zu geben, auf genau diese Quellen und diese Services mit zuzugreifen, ist eine Sache, dass wenn der Anspruch ist, dass sich der Gast im Hotel zu Hause fühlt, eine Sache, die man unbedingt machen sollte. Und was, wenn es noch nicht in den Betrieben ist, was ja schon mehr und mehr kommt, in den nächsten Jahren sicherlich zum absoluten Standard gehören wird, einfach weil es der Gast verlangt. Hier geht das natürlich sehr häufig mit einem neuen Investment in neue Fernseher einher.
Es gibt aber auch Alternativen, die wir uns im Verlauf der Präsentation nochmal anschauen wollen, weil sehr häufig ist es ja so, da hängt bereits ein schöner Flachbildschirm an der Wand, der kann eigentlich alles außer den Content auf dem Internet mit anzuzeigen. Und die Frage ist, wie kann ich es schaffen, dass ich diesen Fernseher vielleicht doch dahin bringen kann, dass er den Content, den der Gast zu dem Zeitpunkt gucken möchte, dann tatsächlich auch sehen kann. Schauen wir uns gleich im Verlauf nochmal an. Das Thema Robotik ist eins, wo ich felsenfest überzeugt davon bin, dass es mehr und mehr Einzug in die Hotellerie bekommen wird. Hier sehen wir einen kleinen Staubsaugerroboter und ich glaube, das ist ein super Beispiel. Stellen Sie sich das folgende Szenario vor. Der Gast oder die Reinigungskraft macht die Tür auf, während die Reinigungskraft ins Zimmer geht und vielleicht schon mal die ersten Sachen des Gastes beiseite legt, dass auch Platz ist für den Staubsaugerroboter. Es fährt der Staubsaugerroboter mit hinein und fängt an, schon mal das Schlafzimmer per Staubsauger zu reinigen, während die Reinigungskraft vielleicht ins Badezimmer geht, um dort an gleicher Stelle dann das Bad anfängt sauber zu machen. Sprich, einfach eine Möglichkeit, relativ einfach, relativ schnell die Kosten auch in dem Bereich zu senken, eine höhere Effizienz zu schaffen. Das wird keine Reinigungskraft ersetzen. Das wird einfach nur dazu führen, dass das Ganze vielleicht noch etwas schneller geht. Diejenigen von Ihnen, die da vielleicht auch mit externen Reinigungskräften arbeiten, wissen und auch mit eigenen Reinigungskräften arbeiten, wie wichtig das Thema Effizienz in diesem Bereich mit ist. Und alles, was dazu führen wird, dass es hier vielleicht noch etwas schneller geht und automatisierbar wird, das werden Themen sein, die den Bereich sicherlich beeinflussen werden. Wo ich sehr viel skeptischer bin, ist alles, was Androide betrifft, die in der Kommunikation mit dem Gast stehen sollen. Ich glaube sehr stark zum Beispiel daran, dass in bestimmten Häusern der Gast über sein Smartphone oder über eine Check-in-Lösung die Möglichkeit bekommt, sich einzuchecken. Ich glaube aber nicht, dass der Gast in Zukunft auf einen wie auch immer gearteten, menschenähnlichen Roboter an der Rezeption stoßen wird, der für ihn den Check-in-Prozess mit übernimmt. Da hat einfach die Robotik keinen großartigen Mehrwert, sondern das sind alles Dinge, das sind Prozesse in der Hotellerie, die ich über mein eigenes Gerät, über eine Check-in-Lösung, über einen Check-in-Counter mit realisieren kann. Ich glaube nicht, dass wir an menschenähnliche Roboter oder auf menschenähnliche Roboter stoßen werden, sondern wenn dort persönlicher Kontakt gewünscht ist, dann wird das in Zukunft auch ein gut ausgebildeter Rezeptionist sein, der dem Gast die Fragen beantwortet, die er vielleicht über die automatisierte Lösung nicht bekommen kann. Ein zweites großes Thema ist das der Telefonie. Wenn ich zum Beispiel selbst an meine Eltern denke, gehen mittlerweile wahrscheinlich 9 von 10 Anrufen über die Smartphones meiner Eltern ein. Und auch bei denen zu Hause ist es selbstverständlich so, dass das Handy viel häufiger benutzt wird als zum Beispiel die Zeitung oder auch das Landline-Telefon. Sprich, zu Hause ist es komplett selbstverständlich, dass mehr und mehr Kunden, Gäste, Consumer mit ihrem Smartphone telefonieren und eine ganze Generation wächst im Moment heran, die gar kein Landline-Telefon mehr hat, wo das Thema physisches Telefon auf dem Zimmer keine Bedeutung hat. Und natürlich ändert das Handy heute auch schon das Aufenthaltserlebnis der Gäste in ganz massiver Art und Weise. Die Frage ist natürlich dann, brauche ich überhaupt noch ein Telefon auf dem Hotelzimmer, wenn jeder Gast doch mit dem Handy kommt und die Möglichkeit hat, darüber zu kommunizieren? Ich glaube, ein Telefon per se braucht es in ganz vielen Betrieben nicht mehr, zum Beispiel in der Budget-Hotellerie. Was es aber in Betrieben braucht, die im 3-, 4- oder 5-Sterne-Segment sind, ist meiner Überzeugung nach eine verbale Kommunikation zwischen dem Gast auf dem Zimmer und dem Mitarbeiter an der Rezeption. Weil viele Punkte und Fragen, die aufkommen können, wie zum Beispiel, bis wann ist mein Checkout, bis wann gibt es Frühstück, was kostet dieses oder jenes, das sind sehr häufig Fragen und Themen, wo der Gast gelernt hat, einfach an der Rezeption schnell nachzufragen und schnell auch eine Antwort zu bekommen. Sprich, es muss nicht das physische Telefon sein, was dort den Weg ins Hotelzimmer findet, aber ich glaube, das Hotel muss einen Weg bereitstellen, wie der Gast mit der Rezeption in Kontakt treten kann. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Hotel-App sein wird, über die ich dann die Möglichkeit habe, eben genau dieses Gespräch zu führen oder dass ich vom Gast verlangen werde, nochmal die Nummer des Hotels zu suchen, um dann an der Rezeption anzurufen, um dann vermittelt zu werden. Dann ist er vielleicht doch in der Reservierung rausgekommen. Das ist für die meisten Betriebe, zumindest im gehobenen Segment, für ihre Gäste zu kompliziert. Die Chance, die ich natürlich oder die viele Hoteliers bei einer App sehen, ist am Ende des Tages, dass ich natürlich mir das einfach aufs eigene Gerät mit runterladen kann. Am Ende des Tages sehen aber die allermeisten Betriebe, mit denen wir sprechen, dass die durchschnittliche Downloadrate irgendwo zwischen 2 und 10%
der Gäste letztlich mitliegt und ich deswegen es nicht schaffe, den signifikanten Teil meiner Gäste wirklich darüber zu erreichen. Selbst in Betrieben, wo Check-in-Lösungen darüber abgebildet werden, ist die Erfahrung, die wir aus den Gesprächen mit vielen Hotels bekommen, dass diese Zahlen in der Regel zwischen 5 und 15% mitschwanken. Und ich möchte natürlich nicht vom Gast verlangen, dass er sich erst eine App herunterlädt, damit ich dann die Möglichkeit habe, meine Fragen an der Rezeption loszuwerden. Das ist nicht der Anspruch, den die meisten gehobenen Hotels an sich haben. Sprich, ich glaube, es muss kein Telefon sein, was dem Gast zur Verfügung steht, aber es muss auf jeden Fall eine verbale Kommunikationsmöglichkeit zur Rezeption dem Gast angeboten werden. Dann schauen wir uns mal den ganzen Bereich IoT Smart Home mit an. Welche Möglichkeit hat der Gast heute schon zu Hause sein Zimmer zu steuern? Wahnsinnig viele. Da sehen wir einfach, dass mehr und mehr Produkte, zum Beispiel von Philips, zum Beispiel von Nest, von Tado, von vielen anderen eingeführt werden, damit der Gast zu Hause seine Heizung, sein Licht, viele andere Dinge direkt von seinem Smartphone, von einem Tablet über eine Sprachsteuerung direkt mit kontrollieren kann. Das ist ein Thema, was sicherlich in den letzten Jahren ein ganz, ganz großer Trend war. Man muss fairerweise aber auch sagen, dass der Anteil der Wohnungen, der Zimmer, die schon komplett durchdigitalisiert sind, aktuell bei weniger als 10% liegt. Und der Hintergrund da ist einfach, dass es natürlich einerseits mit Kosten verbunden ist. Das heißt, offensichtlich ist es für viele Gäste so, dass der Mehrwert nicht so hoch ist, dass sie zu Hause sich diese Lösung leisten würden. Und auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine Sache, die erst gelernt werden muss. Ich habe Freunde von mir, die haben zum Beispiel, die steuern ihr ganzes Haus über Alexa, die haben permanent alle Lichtschalter auf an, weil sie eine Philips-Glühbirne mit drin haben, die sie dann komplett über Alexa steuern müssen. Der einfachste Weg, das Licht an- und auszumachen, ist in sehr, sehr vielen Fällen immer noch der Lichtschalter und ist einfach auch in der Hotellerie, wo ich sicherstellen muss, dass ich ein Produkt nicht nur für eine ganz, ganz kleine Nische baue, sondern für den breiten Markt mitbaue, extrem wichtig, dass ich auf die Produkte setze, die der Gast irgendwann mal gelernt hat. Verstehen Sie mich nicht falsch? Wir sind selber in diesem Bereich aktiv, sprich wir haben eine Lösung, über die ich dann über die Tablets auf dem Zimmer, die wir den Hotels zur Verfügung stellen, über die der Gast dann Services buchen kann, das Restaurant buchen kann, seinen Roomservice bestellen kann. Der kann darüber aber eben auch zum Beispiel das Licht steuern, die Temperatur steuern, den Do Not Disturb Status setzen. Und das sind total spannende Themen und total spannende Punkte, die auch extrem viel Spaß machen, wenn man so eine Lösung selber in der Hand hat. Wir haben zum Beispiel ein Hotel in Dubai, was wir ausgerüstet haben. Da können Sie das komplette Zimmer, das komplette Licht, alles Mögliche über das Sweetpad steuern, was eine total spannende Sache ist und beim Gast gut ankommt. Aber gleichzeitig, das muss man sagen, auch eine Sache ist, die besonders bei einem innovativeren Klientel mit ankommt. Und ich muss trotzdem immer noch sicherstellen, dass ich eine vernünftige, einfache Lösung habe, über die ich dann das Licht, die Temperatur etc. mitsteuern kann, über einen Weg, den alle Gäste verstehen und den nicht nur der innovative Gast letztlich mitversteht. Die Nutzungsraten, die wir selber auf diesen Lösungen sehen, sind verdammt gut. Und ich glaube, wenn Sie heute an einem Punkt sind, wo Sie überlegen, Ihr komplettes Haus zu kernsanieren oder ein neues Haus zu bauen, dann sehen Sie unten drunter auch eine Reihe von Anbietern, mit denen wir integriert sind, die sicherlich eine sehr, sehr gute Lösung in dem Moment mit sind. Wenn Sie einfach nur überlegen, was könnten die nächsten Schritte sein, die ich vielleicht in den nächsten 1-2 Jahren umsetzen kann, ist es sehr häufig so, dass diese Lösungen, die für die Hotellerie optimiert sind, häufig eher mit einer größeren Renovierung einhergehen, damit sie wirklich gut funktionieren und solide sind. Wenn man aber genau an diesem Scheidepunkt steht, dann ist das, glaube ich, ein Thema, was man sich anschauen sollte, um eben mit Blick auf die nächsten 14, 15 Jahre auch zukunftssicher zu agieren. Und es gibt natürlich noch eine ganze Menge andere Themen da draußen, die extrem interessant sind und die aktuell in aller Munde sind. Eins davon ist sowohl das Thema Virtual, ist das Thema Virtual Reality und auch das Thema Augmented Reality, wo zum Beispiel für das Thema Virtual Reality die Oculus Rift sicherlich dem einen oder anderen im Begriff ist, wo der Gast die Möglichkeit hat, sich diese Brille aufzusetzen und sich in einer komplett neuen Welt wiederzufinden. Ich habe erste Hotels gesehen, die diese Lösung zum Beispiel auf dem Zimmer zur Verfügung gestellt haben oder als Gimmick unten an der Rezeption mit angeboten haben, dass ich mir das ausleihen konnte und selber mal ausprobieren konnte. Ich denke, so als Gimmick das Ganze auszuprobieren und als eine Art Service für den Gast zu haben, ist das eine spannende Geschichte. Die Penetration von solchen Lösungen im breiten Markt liegt bei in der Regel noch weit unter 5%. Das heißt, die Gäste kennen es sehr häufig nicht. Es wäre komplett neu, was natürlich, wenn man versucht, besonders innovativ oder besonders spannend zu sein, eine Sache sein kann, die man vielleicht einfach sagt, hey, das stelle ich dem Gast jetzt zur Verfügung. Wenn mein Ziel aber ist, eine breite Masse zu erreichen und wir auch überlegen, wie sieht das Hotelzimmer der Zukunft in 5 bis 10 Jahren im Breiten aus, dann glaube ich, wird
eine solche Lösung seinen Weg auf die Hotelzimmer wahrscheinlich nicht finden. Ein ganz anderes Thema ist der Bereich Sprachsteuerung, den wir uns auch sehr, sehr, sehr genau angeschaut haben und der natürlich extrem interessant ist, weil, wie vorhin gesagt, immerhin, zwar nicht der breite Markt, aber 13% der Haushalte in Deutschland haben aktuell einen Smart Speaker auf dem Zimmer. Das ist natürlich ein Thema, was durchaus interessant ist, dass der Gast das Licht darüber bestellen kann, Services darüber bestellen kann, etc. Gleichzeitig muss man da dazu sagen, dass die Retention Rate, also sprich auf den Alexa-Skills, die ich auf diese Lösung mit draufbringen kann, aktuell bei ungefähr 3% nach 2 Wochen ist. Das heißt, ich installiere mir einen Skill und nach 2 Wochen werden ungefähr noch 3% dieser Skills tatsächlich auf regelmäßiger Basis vom Kunden mit benutzt. Das heißt, man muss sich zum einen anschauen, benutzt es der Kunde dann tatsächlich in der Form so intensiv, wie man das denn gerne hätte? Und zum anderen gibt es natürlich aus Gastsicht massive Privacy Concerns. Es ist ungefähr ein Drittel in Deutschland, die komplett ausschließen, dass sie sich einen Smart Speaker nach Hause holen würden, einfach weil sie sehr große Sorge haben, was das Thema Privacy betrifft. Das bedeutet im Umkehrschluss, wenn sie ein Hotel haben, was sich unter anderem auch an dieses Drittel mitwendet, dass einige von denen vielleicht nicht nur nicht begeistert sein werden, dass diese Lösung jetzt auf dem Zimmer steht, sondern vielleicht sogar ganz massiv was dagegen haben werden. Es gibt auch Möglichkeiten, diese Lösungen in andere Lösungen zu integrieren, sicherzustellen, dass der Gast zuvor bestimmte Privacy-Anforderungen ausfüllt, dass das Ganze datenschutzkonform mit dargestellt werden kann. Sprich, diese Ansätze und Möglichkeiten gibt es. Und das ist sicherlich auch ein Thema, was man sich damit gemeinsam mit dem Datenschutzbeauftragten sehr, sehr, sehr genau anschauen sollte. Davon unabhängig würde ich Ihnen aber sehr genau empfehlen, ob Sie eine Lösung zum Beispiel von Amazon in das eigene Haus mit hineinbringen wollen, weil Amazon auch ein Anbieter ist, der zum Beispiel extrem intensiv mit Booking.com kooperiert. Amazon ist die größte E-Commerce-Plattform der Welt. Die verkaufen unterschiedlichste Produkte. Die sind mit Büchern losgelaufen. Dann kamen CDs dazu. Dann kamen viele andere Dinge mit dazu. Mittlerweile verkaufen sie digitale Güter. Im Bereich der Hotellerie scheinen sie aktuell vor allen Dingen mit Booking.com zusammenzuarbeiten. Vielleicht machen sie da selber noch nichts. Aber das ist natürlich auch ein Thema, was möglicherweise in Zukunft passieren kann, dass auch vielleicht Amazon zu einem gewissen Zeitpunkt zu einer OTA werden kann. Aktuell ist es so, wenn Sie Amazon Prime-Mitglied sind, erhalten Sie 10% des Buchungspreises als Reiseguthaben zurück. Sprich, wenn Sie sich eine Lösung von Amazon in die Zimmer mitstellen, wo der Gast möglicherweise auch von diesen Produkten mit abgehorcht werden kann, geben Sie eventuell einem potenziellen Wettbewerber zumindest in der Distribution Zugriff auf Informationen über Ihre Gäste, wo keiner von uns, auch Anbieter, die diese Lösung möglicherweise in ihre eigenen Produkte mit integrieren, heute genau ausschließen kann oder genau sagen kann, wie Amazon mit den Daten in den USA umgeht und wie diese verwaltet werden. Wenn Sie jetzt sagen, ist kein Problem, dann stelle ich mir vielleicht ein Google Home auf die Zimmer. Auch das ist natürlich ein Gedanke, der nachvollziehbar wäre. Es ist natürlich auch so, dass auch Google in den letzten Jahren und auch ganz aktiv in den letzten Monaten einige Distributionslösungen neu mit auf den Markt mitgebracht hat. Die AGZ hat da auch gerade kürzlich im Juni einen Artikel zu mit rausgebracht, dass man vor dem Thema Google in dem Fall schon auch Respekt haben sollte, weil der Einfluss perspektivisch auf die Distribution natürlich ganz immens sein kann. Das heißt, aus meiner Sicht, das Thema Sprachsteuerung, sicherlich eins, was interessant ist, was spannend ist, was kommt, was auch bei einem guten Teil, immerhin 13% Ihrer Gäste, gut ankommen wird. Aber meine ganz klare Empfehlung an dieser Stelle, überlegen Sie sich ganz genau, mit wem Sie sich da für die nächsten Jahre ins Bett legen und welchen Partner Sie da an Ihre Seite holen. Jetzt sind das natürlich alles Dinge, neue Telefone, neuer Fernseher, die Möglichkeit vielleicht was über Sprachsteuerung zu machen etc. pp., wo man sich natürlich fragt, Mensch, muss ich jetzt mein komplettes Hotel renovieren, um die Möglichkeit zu haben, wirklich die ersten Schritte in Richtung Digitalisierung zu gehen und welche Kosten gehen damit einher? Das ist natürlich eine ganz wichtige und relevante Frage. Ich glaube aber, dass das Entscheidende an der Stelle ist, dass es Ansätze gibt und Möglichkeiten gibt, ein oder zwei kleine Schritte in die Richtung zu gehen und viele, viele von den vorhin geschilderten Gastmehrwerten direkt mit abzugreifen, ohne gleich eine massive Investition zu haben oder ein komplett neues Hotel bauen zu müssen.
Ein Punkt, der sicherlich damit einhergeht, und klar, das ist auch das Produkt, mit dem wir ursprünglich mal an den Markt gegangen sind, ist einfach die Digitalisierung von all den Papierinformationen, die ich heute auf dem Hotelzimmer habe, sprich Gästemappe, Telefon etc., Gästemappe, Spa-Broschüre, Feedback-Information, Kissenmenü. Sie kennen all die Dinge, die in vielen, vielen Hotels heute noch zur Verfügung stehen. Wir haben uns damals dazu entschieden, all diese Dinge auf einem Tablet dem Gast zur Verfügung zu stellen, was direkt auf dem Hotelzimmer mitsteht und somit schon mal zumindest den Papierkram aus dem Hotelzimmer mit rausnehmen kann und einen Teil in Richtung Digitalisierung und modernes Hotel mitgegangen werden kann. Diese Lösung, also die Tablets auf dem Zimmer, ist aber auch eine Lösung, die es heute dazu bringt, dass Telefone gar nicht mehr notwendig sind, weil die Tablets können sich in bestehende Telefonanlagen oder auch in eine Cloud-gehostete Telefonanlage einwählen und ich kann mir das Telefon auf dem Zimmer und unter bestimmten Umständen auch die Telefonanlage im Haus komplett sparen und kann die Telefonie komplett über das Tablet auf dem Zimmer mit abbilden. Sprich, da komme ich an den Punkt, wo ich das physische Telefon nicht mehr brauche, ich aber auf der anderen Seite immer noch die Möglichkeit habe, der Gast, der gerne mit der Rezeption sprechen möchte, die Chance zu geben, einfach einen Knopf zu drücken. In dem Moment wird automatisch eine Telefonverbindung zur Rezeption, zum Restaurant, zum Spa-Bereich hergestellt und der Gast kann interne Telefonate direkt über das Tablet auf dem Zimmer mitmachen. Mittlerweile gilt selbiges auch für die Fernbedienung. Wir haben in unserer neuesten Gerätegeneration, die vor einigen Wochen rausgekommen ist, einen Infrarotsender mit eingebaut, der es ermöglicht, zwischen 95% und 99% der Hotelfernseher direkt anzusprechen, ohne zusätzliches Interface. Sie sehen das hier auf der linken Seite, dass ich zum Beispiel hier direkt eine Sprachauswahl tätigen kann und sagen kann, ich möchte jetzt nur die englischsprachigen Kanäle sehen. Dann zeigt mir das Tablet auch nur noch die englischsprachigen Kanäle an. Dann klicke ich auf den Kanal, den ich gerne sehen möchte und der Fernseher schaltet dann entsprechend um. Das ist natürlich ein super spannendes Thema, gerade für internationale Gäste, um schnell auf den Content zu kommen, der ihn wirklich interessiert. Und der zweite super interessante Nebeneffekt an dieser Stelle ist, wenn ich die Fernbedienungen aus dem Zimmer rausnehme und dann auch keinen Trouble mehr habe mit der Batterie, weil die Suite Pads über einen Akku verfügen, dann habe ich zusätzlich den Effekt, dass die Suite Pads sehr, sehr, sehr viel häufiger in die Hand genommen werden und benutzt werden. Das bedeutet dann im Umkehrschluss für das Hotel, dass ich zum Beispiel die Chance habe, dass wenn der Gast um 19.30 Uhr die Fernbedienungslösung öffnet, er 5 Minuten später ein kleines Pop-up bekommen kann mit dem Hinweis, lieber Gast, wenn Sie gerade auf dem Zimmer sind und nicht nach unten kommen möchten zum Essen, schauen Sie sich doch hier unsere Room-Service-Abendkarte an und bestellen Sie sich was für Ihren TV-Snack. Sprich, die Möglichkeit, genau solche Dinge intelligent miteinander zu verbinden, dass ich daraus noch eine Upselling-Chance mitmache und diese höheren Nutzungsstatistiken einfach nutze, um höhere Umsätze mit zu erzielen. Aber das Thema TV ist natürlich nicht nur die Fernbedienung für das lineare Fernsehen. Wir haben dieses Jahr auf der ITB unsere SweetPad-TV-Lösung vorgestellt. SweetPad-TV ist im Prinzip ein kleiner Dongle, den Sie sich hinter heute schon vorhandene Hotelfernseher oder normale Fernseher hängen können, wo Sie nur einen HDMI-Anschluss und WLAN im Zimmer brauchen, um die Möglichkeit oder um dem Gast die Möglichkeit zu geben, seinen Content von YouTube, von Maxdome, von Netflix, von Amazon Prime auf den Hotelfernseher zu bringen und damit letztlich genau die Dinge bringen zu können, die sonst häufig mit sehr, sehr großen Investments in neue Hotel-TV-Systeme einhergehen. Das heißt, ich kann dann auf der SuitePad Fernbedienung einfach umstellen. Ich möchte jetzt meinen eigenen Content schauen. Dann springt der Fernseher in den entsprechenden Modus. Dem Gast wird erklärt, wie er sein eigenes Handy verbinden kann und hat dann die Möglichkeit, direkt loszulegen und seinen Content zu schauen, den er vielleicht vorher im Zug oder im Flieger auf dem Weg zu Ihnen auch schon geschaut hat. Und Sie geben dem Gast genau den Content, den er zu dem Zeitpunkt gerne haben möchte. Sprich, was brauche ich? Ich brauche keine komplette Renovierung meines Hauses, sondern ich brauche vor allen Dingen ein gutes WLAN, auf das der Gast über seine eigenen Geräte, sei es die SuitePads oder eben seine eigenen Geräte mit drauf zugreifen kann. Weiteres Thema ist, ich brauche natürlich eine Stromverbindung auf dem Zimmer, im besten Fall eine Dauerstromsteckdose, was immens hilft. Und das dritte Thema, zumindest für die SuitePad-TV-Lösung, brauche ich einen HDMI-Anschluss, über den ich dann die Möglichkeit habe, meinen Content auch mit auf den Fernseher zu bringen. Und wie Sie sich vielleicht vorstellen können, das sind natürlich ganz andere Investitionen, als wenn ich jetzt das komplette Haus kernsanieren muss. Das sind sehr, sehr häufig Dinge, die drei genannten hier, die viele Betriebe heute schon direkt mit zur Verfügung haben und es dementsprechend leicht ist, solche Lösungen mit einzuführen. Das heißt, wenn wir es zusammenfassen, was sind so die großen Punkte und Themen, die ich Ihnen allgemein mitgeben würde, wo ich sagen würde, Mensch, das sind vielleicht ein paar Tipps, die man im Hinterkopf behalten kann,
wenn man sich selber überlegt, wie will ich mein Hotelkonzept in den nächsten Jahren gestalten? Ich denke, der erste ganz wichtige Punkt ist immer, denken Sie als allererstes an die Basics. Das heißt, es bringt überhaupt nichts, sich eine Suitepad-Lösung zu holen oder eine Lösung von anderen Anbietern zu holen, wenn Sie kein vernünftiges WLAN haben. Sie werden damit nicht glücklich, wir werden damit nicht glücklich und der Gast wird damit auch nicht glücklich. Das heißt, ein solides WLAN, da geht es vor allen Dingen, zumindest in unserem Fall, um die Ausleuchtung innerhalb des Hauses, ist immer noch das A und O. Bei der Bandbreite können viele Betriebe einfach nichts machen, weil sie irgendwo gezwungen sind, mit einem bestimmten Level an Bandbreite zu leben. Da kann man dann überlegen, ob man wirklich alle Funktionalitäten mit draufnimmt oder manche vielleicht rauslässt. Aber die Ausleuchtung innerhalb des Hauses ist eine Sache, die Sie selbst in der Hand haben und wo man sicherstellen sollte, dass da die Basics gegeben sind. Das zweite große Thema, was ich extrem wichtig finde, schauen Sie sich an, welche Trends da draußen unterwegs sind im normalen Consumer-Bereich, Dinge, für die Sie sich zu Hause interessieren. Aber dann schauen Sie auch, ist das jetzt wirklich ein Produkt, das es in den Massenmarkt geschafft hat, wie zum Beispiel ein Netflix oder ein YouTube? Oder ist das ein Produkt, was im Moment nur eine kleine Nische bedient, wie zum Beispiel das Thema aktuell noch Augmented Reality? Vielleicht ändert sich das in den nächsten Jahren und dann haben Sie immer noch die Chance, eine andere Entscheidung zu treffen. Aber die meisten der Hotelbetriebe müssen immer überlegen, was macht 50, 60, 70, 80, 90% meiner Gäste glücklich und nicht 1 oder 2%, die vielleicht einen ganz anderen Fokus oder einen anderen Faible haben. Der dritte Punkt, denken Sie Hotelsmart, haben wir es hier genannt. Ich kann Ihnen da selber eine Geschichte von uns erzählen. Wir sind damals losgelaufen mit Samsung-Geräten. Samsung ist eine tolle Firma, die bauen tolle Produkte, die aber für die Hotellerie komplett ungeeignet sind. Alleine schon aufgrund dessen, dass wir Tablets in die Zimmer gestellt hatten, die komplett eine Kamera hatten. Da ist nie was passiert, da ist nie ein Gast aufgenommen worden. Aber die Gefahr, die der Gast da drin natürlich möglicherweise sieht, ist da, weshalb wir uns bei unseren eigenen Geräten dazu entschlossen haben, die Kamera komplett rauszunehmen und auch einen Ladeanschluss zu nehmen, der nicht mit den Gastgeräten kompatibel ist, weil uns früher auch reihenweise die Ladekabel gestohlen worden sind. Sprich, denken Sie an Lösungen, die wirklich für die Hotellerie mit optimiert worden sind und eben auch Lösungen, die im Sinne der Hotellerie entwickelt worden sind und nicht ein trojanisches Pferd, was Sie sich möglicherweise vielleicht mit einer Lösung aus dem Hause Amazon im Hotelzimmer mit hineinholen, die Ihnen dann vielleicht heute noch nicht wehtun, aber in den nächsten Jahren möglicherweise massive strategische Nachteile mitbringen kann. Und mindestens genauso wichtig, denken Sie vor allen Dingen aus der Perspektive des Gastes. Natürlich gibt es Lösungen, die Sie persönlich ganz toll fänden und wo Sie persönlich sagen würden, Mensch, das würde mir sehr, sehr gut gefallen. Die Frage ist am Ende des Tages, auch wenn Sie vielleicht sagen, ich zähle mich zu den 5%, die immer eine Hotel-App herunterladen, wenn ich in das Hotel reinkomme, ist die Frage doch am Ende des Tages, wie sehen das Ihre Gäste? Und da kann ich nur empfehlen, vielleicht auch einfach mal das ein oder andere auszuprobieren und zu schauen, Mensch, wenn ich so eine Lösung mal anteste, vielleicht auch nur im Teil meiner Zimmer, wie kommt das eigentlich an? Wie funktioniert das Ganze? Da haben Sie einfach die Chance, selber Erfahrungen zu sammeln und selber loszulegen. Weil in dem Moment, wo Sie selber nicht mutig sind und Sie selber nicht innovativ sind, überlassen Sie das Spielfeld sehr, sehr schnell wieder den anderen Playern, die wir vorhin angesprochen haben, die natürlich mit einer Vehemenz versuchen, auch in diese letzte Phase hineinzukommen, die Sie als Hotels aktuell noch sehr, sehr stark kontrollieren. Und deswegen hier, wie gesagt, an dieser Stelle nochmal der Aufruf, sich da die Chance nicht entgehen zu lassen und selber proaktiv in die digitale Gastkommunikation, in digitale Hotelkonzepte mit hineinzugehen, um eben dann auch selber langfristig hier derjenige zu sein, der den Kontakt mit dem Gast kontrolliert und nicht diesen letzten Bereich auch noch an Mittler oder Wettbewerber mit abgeben zu müssen. Damit bin ich mit dem Präsentationsteil durch und freue mich natürlich sehr auf Ihre Fragen. Vielen Dank, Moritz. Ja, wir springen jetzt gleich in die Q&A rein. Das heißt, diskutieren Sie gerne mit, stellen Sie Ihre Fragen, auch wenn Sie eine andere Meinung haben als Moritz, gerne mitteilen. Es sind schon ein paar Fragen eingegangen. Ich werde die jetzt einfach mal querbeet durchgehen. Erste Frage, Moritz, an dich. Wurde einmal über eine Kooperation mit HotelKit nachgedacht? Guest Communication, Staff Communication? Absolut. HotelKit ist natürlich ein Unternehmen, was wir sehr gut kennen, die auch einen wirklich, wirklich guten Job machen, was das Thema interne Kommunikation innerhalb des Hauses betrifft, weswegen sich diese Lösungen auch ganz gut miteinander verbinden lassen. Es ist heute so, wenn Sie über das Suitepad zum Beispiel eine, ich nehme jetzt mal das Beispiel Kissenmenü, da eine Anfrage stellen und Sie parallel auch über HotelKit intern die Prozesse so abbilden, dass das Kissen dann darüber geliefert werden soll oder die
die Information an den richtigen Mitarbeiter kommt. Gibt es da Schnittstellen, über die Sie sicherstellen können, dass ich im Prinzip einfach per Knopfdruck die Information auf dem Suitepad losschicken kann, sie dann im Hotel-Kit mit auftaucht und die Systeme dann im Prinzip miteinander wunderbar funktionieren? Dann hatte ein Teilnehmer hier die Frage bei der Folie mit dem Staubsaugerroboter, dass die ja noch nicht einmal annähernd so gründlich reinigen, wie es im Hotel benötigt wird. Absolut. Also ich weiß, ich selber habe keinen Staubsaugerroboter zu Hause. Ich weiß, dass meine Eltern einen da haben. Die alleine werden das nicht schaffen. Alleine schon in dem Moment, dass es diese Roboter nicht schaffen werden, das, was auf dem Fußboden liegt, teilweise mit hochzunehmen und zur Seite zu legen, sondern die rollen da einfach drüber oder verstopfen oder ähnliches. Sprich, das Zimmer alleine über einen Roboter zu reinigen, ich glaube, davon sind wir ganz, 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 ganz weit entfernt. Aktuell sehe ich es absolut eher als Ergänzung. Man muss auch, glaube ich, fairerweise sagen, dass die meisten Hotelzimmer aktuell nicht jeden Tag in jedem Haus komplett gestaubsaugt werden. Da mag jetzt vielleicht der ein oder andere in der Leitung sagen, bei mir ist das aber so. Ich weiß, dass das bei vielen Betrieben aktuell nicht der Fall ist. Das heißt, da wird es dann perspektivisch wahrscheinlich so aussehen, dass dann zum Beispiel beim Checkout mit dem Staubsauger und dem Mitarbeiter durchgegangen wird, aber bei einem Bleibegast vielleicht in der Zwischenzeit nur der Roboter eingesetzt wird und dann diese Bleibereinigung etwas schneller funktioniert. Prinzipiell sind die Roboterlösungen heute noch nicht so weit, dass sie das Zimmer komplett alleine reinigen können. Es gibt da in dem Segment aber natürlich auch spannende Ansätze, gerade auch was Oberflächentechnologien betrifft, die mehr und mehr zum Beispiel im Badezimmer mit Einzug erhalten, um da eben auch den Reinigungsprozess nicht komplett zu ersetzen, aber eine ganze Ecke effizienter zu machen. Vielen Dank. Dann nächste Frage. Statt Tablets auf den Zimmern oder App setzen einige Hotels auf mobile Landingpages auf der Startseite im Wi-Fi, um den Gast zu informieren. Sind die nicht besser? Stichwort Hardwarekosten. Ja, also fairerweise muss man natürlich sagen, dass diese Lösungen tatsächlich den immensen Vorteil haben, dass ich mir die Investition in die Hardware sparen kann. Das ist für uns vor mittlerweile 3 Jahren auch ein Grund gewesen, warum wir auch so eine Lösung entwickelt haben, dass ich muss mir das so vorstellen, ich logge mich im WLAN ein und statt dann zum Beispiel auf Google geschickt zu werden, werde ich auf eine Startseite geschickt, die dann zum Beispiel von uns oder auch von anderen Anbietern mitkommen kann und ich dann da die Möglichkeit habe, mich über das Hotel zu informieren, Services zu buchen etc. pp. Also ähnliche Lösungen, wie ich es auch auf dem Suitepad bekomme. Was wir bei unserer eigenen Lösung festgestellt haben, ist, dass das ganz große Problem ist, dass die allermeisten Gäste, wenn sie sich im WLAN einloggen, eigentlich ein anderes Ziel haben. Sprich, die wollen ihre E-Mails checken, die wollen zu Facebook gehen, die wollen Nachrichten lesen, die sind aus irgendeinem Grund online gegangen und diese Hotelinformationen stehen in dem Moment im Weg. Und das sorgt bei unserer Lösung dafür, die wir als mobile Landingpage haben, dass wir ungefähr eine Bounce Rate von circa 90% haben, sprich 90% der Gäste klicken sofort weg. Bei den Suitepads wiederum, die zum Beispiel auch die Gästemappe oder nicht ja auch die Gästemappe ersetzen, aber eben auch die Fernbedienung ersetzen. In den Betrieben, wo es keine Fernbedienung mehr gibt, sehen wir, dass die Geräte 3-mal am Tag in die Hand genommen werden. In den Betrieben im Schnitt für ungefähr 4 Minuten, sprich, da habe ich 12 Minuten zusätzliche Kommunikationsmöglichkeiten mit dem Gast. Und da sehen wir einfach, dass insgesamt die Nutzungsstatistiken, wenn wir die Nutzungszeit der beiden Lösungen miteinander vergleichen, um den Faktor 50, also sprich 5000% abweichen, was für uns immer noch der Grund ist, warum wir das Tablet als Kernprodukt haben, die Lösung als mobile Landingpage aber ebenfalls anbieten und auch, wenn es denn sein muss, als reine Bring-Your-Own-Device-Lösung anbieten und keine Tablets dazu verkaufen. An den Tablets machen wir tatsächlich keine beziehungsweise eine minimale Marge von vielleicht 3-4%. Aber das ist für uns tatsächlich einfach die Gastsicht. Das ist, glaube ich, auch ein Punkt, über den wir vorhin kurz gesprochen haben, dass es darum geht, was benutzt der Gast tatsächlich gerne und intensiv. Und wenn man sich nach dem Gast richtet, dann sind wir zumindest sehr schnell zu dem Ergebnis gekommen, dass die bessere Lösung die ist, die über das Tablet auf dem Zimmer funktioniert. Gut, ja, dann würde ich sagen, noch eine abschließende Frage am Ende. Die ist auch sehr schön und allgemeiner gehalten. Ist die deutsche Hospitality-Branche konservativer als in der EU beziehungsweise weltweit? Wenn ja, was sind die Gründe? Oh, ich hoffe, dass ich hier jetzt niemanden auf den Schlips trete. Ich muss ganz ehrlich sagen, wir sind die ersten Jahre in Deutschland losgelaufen und haben eigentlich ausschließlich in Deutschland, Österreich und in der Schweiz Geschäft gemacht. Da ist immer noch ungefähr 60% unseres Geschäftes aktuell. Und wenn es nicht auch im deutschsprachigen Raum so viele innovative Hoteliers gegeben hätte,
dann hätten wir das nicht geschafft. Also da muss man wirklich eine Lanze für die deutsche Hotellerie brechen, dass sie Startup-Unternehmen wie Sweetpad, aber auch zum Beispiel ein Hotelkit, die gerade angesprochen worden sind, die Möglichkeit geben, Dinge auszuprobieren und loszulaufen. Weil wenn es das nicht gäbe, wenn es diese innovativen Köpfe in der Hotellerie nicht gäbe, dann hätten wir keine Chance. Das vielleicht mal als erstes. Sprich, es gibt ganz, ganz viele innovative Köpfe, auch in der Hotellerie in Deutschland. Gleichzeitig muss ich sagen, dass wir jetzt, wo wir mehr und mehr internationales Geschäft machen, auch in viele Märkte hineinkommen, die bei bestimmten Themen einfach einige Schritte weiter sind und auch bei bestimmten Projekten sehr viel mehr Geld in die Hand nehmen. Also wir haben zum Beispiel letztes Jahr 800 Zimmer im Caesars Entertainment Resort in Dubai mit eröffnet, wo eine komplette Raumsteuerungslösung schon mit verbaut war, weil wir nur noch die Interfaces mit dazu schreiben mussten. Das sind natürlich Projekte, die finden wir in der Form in Deutschland ganz, 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 ganz selten. Das lässt sich auch schwer miteinander vergleichen. Wenn ich jetzt aber den durchschnittlichen deutschen Hotelier mit einem durchschnittlichen Hotelier zum Beispiel in, ich sag mal, Dänemark, in Skandinavien, in Holland oder auch im UK mit dem deutschen vergleiche, um mal das Bild in Europa zu suchen und nicht in der arabischen Welt, würde ich sagen, sind diese Länder im Schritt vielleicht noch etwas innovativer. Wenn ich die deutsche Hotelbranche mit Frankreich, mit Spanien, mit Italien vergleiche, dann schneiden wir, glaube ich, ganz gut ab. Sprich, ich würde sagen, da haben wir insgesamt ein Nord-Süd-Gefälle mit aber auch sehr, sehr vielen hochinnovativen Köpfen auch in der deutschen Hotelbranche. Ja, super. Vielen Dank, Moritz, für Präsentation und Beantwortung der Fragen. Vielen Dank an Sie, dass Sie alle live dabei waren. Ja, wir schicken auf jeden Fall im Nachgang Ihnen die Aufzeichnung zu. Wenn Sie Fragen haben, auch im Nachgang, gerne einfach eine E-Mail schreiben, am besten an marketing@sweetpad.de. Dann leite ich das auch gerne an den Moritz oder an andere Kollegen weiter, die Ihnen dann die Frage sehr gerne beantworten werden. Ja, ansonsten bleibt mir nur noch eine Sache. Wenn das Webinar gleich geschlossen wird, gibt es eine ganz kurze Feedback-Abfrage. Da würde ich Sie bitten, einfach kurz ein paar Kreuze zu setzen. Dauert auch nur maximal eine Minute, damit wir uns dann auch bei den nächsten Webinaren noch verbessern können und dass Sie dann auch hoffentlich nächstes Mal auch wieder dabei sind. Ja, dann wünschen wir Ihnen allen noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.